rein in den Bereich. Augen auf. Unidad, Heli. Unten bleiben. Ist oben. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Hier ist ein Sicario. Sieh mal da, Waffenkiste. Der Blitz hat reagiert, er hat den Schuss gehört. Dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Entsichert. Moment, ich fahre. Será un evento histórico. Okay, auf geht's. Todas las grandes ciudades. Hace sol ahorita y va a hacer mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por dos o tres días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hace mucho viento. Ten cuidado si te agarran las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana. Emitiendo desde más allá, para que se enteren quiénes son los más acá. ¡Ajúa, putos! Esto es Santa Blanca Radio.
gleiche Notzustand. Gleichen Erfolg sind wir ohne männliche Kollegen. Ich sehe einen Tango. Da stehen noch andere rum. Ziel gesichtet. Ziel markiert. Behalte sein Umfeld im Auge. Ich greife an. Wir kriegen Verstärkung vom Kartell. Na bitte, die Unidad schießt aufs Kartell. Problem, Kartellsoldaten kommen. Bitte, die Unidad schießt aufs Kartell. Granate, Vorsicht! Granate, Granate! Sofort weg da! Weg.
Scheiße nochmal. Kartellsoldat ist quasi in den Kampf ein. Alles klar, sehen wir doch mal nach, was der Truck so für uns hat. Demnach kauft El Cerebro für seine neue U-Boot-Konstruktion tonnenweise Militärelektronik im Ausland. Sieht so aus, als wäre erst vor ein paar Tagen eine Lieferung per Schiff gekommen. Meinst du, die sollten wir uns holen? Diese Ladung könnte eine Informationsgoldmine sein. Wir stehlen das Boot und bringen es vor. Die kann es dann von der Agency untersuchen lassen. Sollten wir mal rasten, die Vorräte auffüllen. Du meinst Angeln? Nein, du meinst Kaiman. Diese kleinen Alligatoren, die sollen wie Kaninchen schmecken. Nee, das stimmt nicht. Das beste Stück ist der Alligatorschwanz, also der hinten. Aber du musst ihn gut marinieren, sonst hast du nur ein Steak, das nach Pappe schmeckt. Die Marinade habe ich leider im anderen Rucksack. Sag mir wo. Da, neben dem Maser. Están listos para el trabajo de mañana.
Runter, du wirst uns entdeckt. Verstärkung unterwegs. Ziel erfasst. Tango Nummer 3. Hab ihn. Unidad mit einer Maschinenpistole ist allein. Im Innern des Bunkers. Sehe einen Soldaten, er ist allein. Im Bunker. Das ist eine Kartellauszeichnung. Ich weiß, wo ein Care-Paket ist. Wer hat Lust, sich das mal anzusehen? Ich hab hier was. Demnach hat El Cerebro eine Werkstatt in einem Lagerhaus einer Kartellbasis, nicht weit von hier. Ob er da auch die Drogenboote baut? Ohne Wasser in der Nähe. Da muss doch noch mehr sein. Wir müssen wohl hingehen und es rausfinden. Scharfschütze im Turm. Roger, ich gehe in Position. Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Er weiß jetzt, was los ist. Eröffne das Feuer. Okay, alles ist gut. Sehe einen Unidad-Soldaten. Licht am Container. Alarm hier drüben. Der Alarm ist jetzt aus.
können weiter. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Ich mach das, ich fliege. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Unidad und Kartell gehen sich an die Kehle. Geschafft. Ich sag's den Rebellen. Die holen es sich später. Klar. Und was machen wir?
ist Zerresserzeit. Bei mir sammeln. Verstanden. In Bewegung. Unidad Heli, unten bleiben. Wir haben sie aufgescheucht. Alles sauber hier. Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Buenas, amigo. Hier ist euer Heli. Wir haben die Koordinaten von einem Lagerhaus, wo El Cerebro die meisten seiner Hightech-Entwürfe erstellt. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier finden drin. Und versenken Bin sie drauf. Sie. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie.
Fitzcarraldo. Wir haben sein Boot entdeckt. Verrückt. So ein dickes Teil, so weit flussaufwärts. Hat deine Mutter auch gesagt. Mein Gott, war der schlecht. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach... U-Boot zerstört. Verschwinden wir von hier. Das Ding geht gleich hoch. Granate fliegt. Nehmt das. Ziel zerstört. Bloß nicht unaufmerksam werden. Alle U-Boote zerstört. Ziel erfüllt. Jetzt kann Cerebro das Koks nur noch per Ruderboot nach Florida schaffen. Moment sah es ziemlich eng aus. Wir haben die Koordinaten von einem Lagerhaus, wo El Cerebro die meisten seiner Hightech-Entwürfe erstellt. Beschaffen Sie von dort Infos
und fackeln Sie den Rest ab. Anschnallen, Leute. Hey, Kartellschütze. Drüben bei der Funkkiste. Setze Drohne. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Den Kopf unten und versuchen unbemerkt zum zentralen Lagerhaus zu kommen. Ich will wissen, woran Ezra Debro arbeitet. Bewegung. Hey, ein Kartellleutnant im Hauptquartier. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay, Feindpositionen werden weitergeleitet. Hier ist Ziel Nummer 5. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Beim Lagereingang. Hi, Karen. Ich weiß, dass mein Verbindungsmann in Buenos Aires die Stapellaufdaten der Drogen-U-Boote kennt. Willst du das Ergebnis unserer ganzen Aufklärungsarbeit hören? Nichts. Nada. Gar nichts. Meine Kartellkontakte in Florida berichten, dass die Tauchboote, abgesehen von der dehydrierten Crew, ohne Probleme angekommen sind. Entweder hat der olle Fettsack die Infos gefressen, oder die verkackten Brasilianer haben die Boote durchgelassen. Tut es den Leuten der Regierung irgendwie weh, sich daran zu erinnern, dass Loyalität keine Einbahnstraße ist? Ich meine, wofür zur Hölle reiße ich mir eigentlich den Arsch auf? Und das Sahnehäubchen ist, dass ich dabei geholfen habe, 200 Kilo Kokain in die USA zu schmuggeln. Und ich wurde fürstlich dafür bezahlt. Ich meine, Scheiße, bin ich korrupt? Oder mache ich nur meine Arbeit?
Was hältst du davon? Scheiß der Hund drauf. Jagen wir es in die Luft. Hua. Wir brauchen reichlich Sprengstoff. Unidad Heli, unten bleiben. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Wir haben sie aufgeschreckt. Feuer frei auf die Wichser. Position. Suche bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Bin bereit. Wir haben Verluste. Shit, Mann am Boden! Yo, sammeln. Roger, in Bewegung. Okay, bin unterwegs. Okay, Ziel markiert. Das wird wieder. Ich bin unterwegs. Danke.
Anna Toll. Sie sehen uns. Wir haben Verluste. Haben Verluste. Verluste. Reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Ya sabemos dónde están esos culeros. Vamos acercándonos. Fliegt. Scheiße. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Granate fliegt. Das war ja mal geil. Jetzt sollten wir noch schnell nach Informationen suchen, die uns sagen, woran El Cerebro gerade gearbeitet hat.
Ich sehe einen Narko. Okay. Drüben an der Böschung. Okay. Da drüben scheinen sie sich zu beruhigen. Aufpassen, da ist ein Geschütz. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Geh in Position. Hab das Ziel. Er ist tot. Ich sehe noch einen Tango. Die sehen ein bisschen nervös aus. Die Gegend für uns aufzuklären. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Was jetzt? Ziel markiert. Hab das Ziel. Eröffne Feuer. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Der Feind bekommt Verstärkung. Sie kommen genau auf uns zu. Ideen, Boss? Ya checamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da ist ein Sicario am Lagerhaus. Ich bin
Sie werden dich sehen, Victor. Setze Drohne ein. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Ich sehe einen Narko. Bei dem Ziel Geschütz. Verloren. Position gehen. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Ich sehe das Ziel fest. Bin bereit. AB, der ist tot. Das war knapp. Die Info über El Cerebros Forschungen und sein Prototyp ist ausgeschaltet. Projekt erledigt. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Außerhalb von Santa Blancas Basis in Caimanes liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für El Cerebros Forschungen vor Anker. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse. Analysierung an der Erkennung der heiligen Coca-Pilze-Kette. Die UN hat sie verboten. Die Amerikaner haben sie seit Jahrzehnten verbrannt. Unsere Regierung hat versucht, den Anbau zu beschränken. Unser stärkster Verbündeter im fortwährenden Kampf die Legalisierung und gegen das Stigma unserer uralten Tradition ist das Santa Blanca. Sie geben bereits viele von euch Arbeit. Viele Nachbarn wurden schon von Esperanza Santa Blanca geholfen. Das Gute, das sie für unser Land getan haben, kann man nicht leugnen. Verschützt eure örtlichen Santa Blanca. Santa Blanca ist Boliviens Partner, um unsere Traditionen auch in Zukunft.
Scharfschütze, oben auf dem Turm. Sicario mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Ich sehe eine montierte Waffe. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Geh in Position. Ziel markiert. Tango getötet. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Das Ziel ist weg. Ziel ist in Position. Bereit. Ich gehe in Position. Okay, Ziel markiert. Tango am Boden. Ich glaube, Sie haben Ihren Kollegen gefunden. Ihr Leutnant rennt weg. Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Der
Der Alarm ist vorbei. An die Arbeit. Geh in Position. Ziele angreifen. Lass mich in Position gehen. Ich hab das Ziel. Da kommen noch mehr von denen. Bereit. Auf deinen Befehl. Es tauchen noch mehr von den Arschlöchern auf. Also, wir stehen und wartet. Drohne fliegt. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Also, wir stehen... Moment. In Position. Okay, Ziel markiert. Verfickte! Also, wir stehlen das Boot und bringen es zum Treffpunkt, damit Bormans Leute einen Blick darauf werfen. Wartet. Also, wir stehlen das Boot und bringen es zum Treffpunkt, damit Bormans Leute einen Blick darauf werfen können. Ob sie uns erstmal damit spielen lassen? Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Nichts wie weg hier. Wo laden wir das Boot ab? Bowman hat einen Treffpunkt am Fluss. Eine alte Hütte für die Kaimanjagd. Das Teil ist gar nicht mal schlecht. Scheiße, gib mir ein Bier, dann fühle ich mich wie zu Hause am Strand von Myrtle Beach. Du glaubst wohl, du wärst noch 22, was? Nee, ich will bloß 22-Jährige abschleppen. Glaub ich gern. Nur blöd, dass die nicht auf dich stehen. Take a listen.
Ich sag Bowman, dass sie das Boot abholen lassen kann. Wenn die Agency das Teil untersucht hat, wird sie ein gutes Gefühl für den Rest von El Cerebros entwürfen haben. Gute Arbeit in Caimanes. Ohne die U-Boote kommt über ein Drittel weniger Stoff in Florida an. Und was ist mit der Ausrüstung und den Infos von El Cerebros Prototyp? Es sieht so aus, als hätte El Cerebro etwas ziemlich Großes aufbauen wollen. Es geht hier um ein U-Boot, das locker Europa erreichen kann, und zwar völlig unentdeckt. Das klingt nicht gut. Ich habe aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben eine heiße Spur zu El Cerebro. Ihre Infos haben uns geholfen, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich schicke Ihnen gleich alles, was ich habe. Ganz toll. Wissen wir, wo sich der verrückte Wissenschaftler aufhält? Negativ. Seine Sicherheitsmaßnahmen sind erstklassig. Verschiedene Unterschlupfe. Nutzt denselben Ort nie zweimal hintereinander. Die ganze Palette. Aber er hat einen Helfer, der ihm das Organisatorische abnimmt. Und so viel telefoniert, dass wir ihn anpeilen konnten. Also folgen wir dem Helfer und hoffen, dass er uns zu El Cerebro führt. Exakt. Ich schicke jetzt die Daten. Auf den Boden, Hubschrauber! Schrauber, auf den Boden! Sauber, alles Paletti?
Wir wissen, wo El Cerebros Chefassistent ist. Über ihn kommen wir an den verrückten Wissenschaftler heran. Finden Sie den Assistenten und bringen Sie mir El Cerebro. Moment, ich fahre. Gegner rum. Respekt für Pachamama, Captain. Und lehre ihn auch meinen Enkel. Pachamama muss in Harmonie mit. Du fährst das Ding besser nicht. Und daher freue ich mich, dass unser Land mit Santa Blanca arbeitet. Das ist nicht die säkulare Industrialisierung, die die Gringos und die CIA uns aufzeigen wollen. Die mexikanische Organisation, diese Latak. Die Drohne ist oben. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Runter, alle runter, Heli! Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Neues Bolivien.
Das ist eine Nachricht der Freien Rebellenkräfte Boliviens. Nachdem der Blogger Ramon Feliz die wahre, böse Natur des Santa Muerte-Kults in Bolivien enthüllt hat, haben die Rebellen den Mann an der Spitze des Kults gefangen genommen. El Cardenal. Dieser korrupte, falsche Priester zeigte keine Reue für seine Taten und keinen Respekt gegenüber den Bolivianern oder ihrer Gemeinde. Diese Enthüllungen zeigen, dass El Cardenal kein religiöser Anführer ist und sie haben seinen Einfluss auf die Kartell-Sicarios und auf Bolivien zerstört. Santa Blancas Moral war bereits geschwächt und nun hat das Kartell auch noch seinen Glauben verloren. Falls ihr falschen Idolen gefolgt seid, seid nicht verzagt, Amigos. Uns könnt ihr vertrauen. Gemeinsam können wir ein neues Bolivien aufbauen. Das ist eine Nachricht der Freien Rebellenkräfte Boliviens. La Plaga, der Narkostar des Kartells, wurde von Rebellen gefangen genommen. Über Jahre hat dieser Mann in den sozialen Medien mit seinen Taten geprotzt und das Gesetz durch das Posten von Morden und anderen Abscheulichkeiten mit Füßen getreten. Die Korruption, die das möglich gemacht hat, verschwindet langsam und das Volk wird bald darüber richten. In unserem Land steht niemand über dem Gesetz. Kämpft mit uns für die Gerechtigkeit, Tupas. Zusammen können wir Bolivien neu errichten. Das ist sein Haus. Wenn er Cerebro da ist, schnappen wir ihn uns. Aber lebend, verstanden. Blogger Ramon Feliz wurde vom Santa Blanca Drogenkartell getötet. Viele Leser wurden hellhörig, als sich der Ton seines Blogs zugunsten des Kartells wandelte und ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Jammer. Runter, sonst wirst du entdeckt. Ich bin eine gute Chance unterwegs. Jesu? Ziel erfasst. Bin bereit. Hey, Kartellschütze. Bei dem Geschütz. Alarm am Start. Alarm ist aus. Scharfschütze im Turm.
gehe in Position. Wagen mit montierter Waffe. Ziel markiert. Umgelegt. Ein Sicario. Sag mir wo. Da drüben, neben dem Container. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Wir sind aufgeflogen. Der Helfer will sich absetzen. Apakatarium ein Fahrzeug gebeten. Holzweg. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hubschrauber im Anflug. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Als beruhigten die sich da drüben. Feind gesichtet. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Ziel eliminiert. Verstanden. Unterwegs. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr... Verdammt, der Kerl ist tot. Thank you.
Ich gehe in Position. Hey, wir haben einen Narko. Da, auf der Brücke. Warte, die sehen dich. Suche eine bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Tango getroffen. Unterwegs, lass mich in Position gehen. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Da ist noch einer. Mach 10. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Roger, Ziel erfasst. Feuer frei, Feuer! Tango getroffen. Was sollen wir tun? Okay, bin unterwegs. Eine gute Schusslinie.
Okay, Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. Geh in Position. Suche eine gute Position. Ich brauche eine bessere Position. Eine andere Position. Roger, Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Was sind hier esos putos? Ya se largaron. Im Lager wird's ruhig. Alles klar. Roger, ich gehe in Position. Ich gehe in Position. Er ist tot. Ich werde von der Position wechseln. Sehen, warte. Okay, pues. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Está bien, me rindo. Meine Seite ist sauber. Está bien, ganaron. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, man erkennt, warum ich mir die Aufregung gestatte. Eine verstörende Entwicklung. Wirklich verstörend. Ist mir schon klar. Ich meine, Sie sehen nicht wie die Jungs von Santa Blanca aus. Also schickt Sie die amerikanische Regierung und mir... Es steht eine langfristige Störung meiner Pläne bevor. Sie kommen klar. Das muss es doch gar nicht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Schon vor Wochen. Vor Monaten. Ich muss nur den Notfallplan Alpha Zeta 984 aktivieren. Das heißt, eine bessere Position. Was immer die Herrschaften von mir verlangen, natürlich. Zumindest vorerst.
Das maximiert meine Überlebenschancen, während ich überlege, welche meine Fluchtpläne noch klappen konnte. Wir werden uns gut verstehen. Ya está. Entrego las armas. Está bien, me rindo. Puta madre. Ya está. Entrego las armas. Está bien, ganaron. Ya está. Weißt du? Sie behalten mich im Auge. Auch wenn sie glauben, sie ignorieren mich. Ich sollte zurückgehen. Sonst machen sie Sorgen. Es konnte mich auf der Heckluke rausfeuern. Das lassen Sie besser. Dabei ist er fast gelöscht. Wissen Sie, wie kalt das unter Wasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist gar keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich gut sogar. Was rede ich denn? Namenfilter? Nein, 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 nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache. Ich habe die Pläne für ein kolumbianisches Tauchboot gesehen, bei dem einfach ein Atemrohr aus dem Wasser rannte. Allein die Wärmesignatur. Ich sollte Nivea erst anrufen, wenn ich eine echte Lösung habe. Sie wissen ja, ich kenne Sie. Kennen Sie sie? Hat sich noch nicht ergeben. Augenblick mal. Ein unbemanntes Boot. Das ist die Lösung. Warum sollten überhaupt Menschen da drin sitzen? Keine Ahnung, Mann. Hier ist der Sammelpunkt. Ich übernehme ihn jetzt. Dem Himmel sei Dank. Ich hab so satt, dem Kerl zuzuhören. Da hörst du, wie es uns geht, wenn du den Mund aufmachst. Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen Sie. Es heißt, Sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo Sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten Sie begriffen haben, dass Sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn Sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor Sie überhaupt aus dem Sack Ihres Vaters gespritzt sind. Und Sie werden noch da sein, wenn Sie bereits zur Taufe fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als Sie. Als Ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar zerrt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen sich vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie ein, dass Sie irgendwas bewirken. Dir ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen entwischt, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert.
Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Shit, das hört sich wie Superschurken-Mist aus dem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wird Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht's erstmal weiter. Hier Bowman. Ein Informant hat mir gerade gesteckt, dass El Bokita etwas Großes in Kuani plant. Was wissen wir? Nidia und El Bokita wollen unbedingt Geld zu den Santa Blanca-Investoren in Mexiko schaffen. Sie stellen einen Konvoi für einen großen Transport nach Norden zusammen. Das ist eine Verzweiflungstat. Wenn es schief geht, wird El Sueño sauer sein. Haben wir den Standort dieses Konvois? Nein. Fragen Sie meinen Informanten, was er weiß. Ich schicke Ihnen Koordinaten für ein Treffen. Verstanden. Sind schon weg. Wir haben von einem Konvoi mit Trucks voller Geld für Kartellbosse in Mexiko erfahren. El Bokita soll den Konvoi leiten. Fangen Sie ihn ab und zerstören Sie ihn.
Und töten Sie Boquita, falls Sie Gelegenheit dazu haben. Los geht's. Ich sitze. Gib Gas. Okay, wir sind cool. Da ist der Informant. Mal sehen, was er weiß. Bowman sagt, du hast etwas für mich. Diesmal kostet es euch das Doppelte. Mach das mit ihr aus. Sag mir, was du weißt, dann lege ich ein gutes Wort für dich ein. Okay, es ist so. El Boquita hat Ärger. Und er muss den Bossen in Mexiko einen verdammt großen Haufen Geld schicken. Also fährt heute Abend ein großer Konvoi ab. Wie groß? Einige gepanzerte Trucks für die Kohle, halbes Dutzend gepanzerte Autos, vielleicht sogar noch Helikopter. Krasser Scheiß. Wo ist der Konvoi? Kein Plan. El Boquita hat Schiss ohne Ende. Nur er und die Fahrer kennen den Weg. Das reicht mir nicht. Ich brauche einen Standort. Wie wäre das? Ich weiß, wo El Boquita ist. Er ist hier in Kuani, damit der Konvoi auch sicher durchkommt. Folgt ihm, dann führt er euch direkt zum Geld. Na schön, suchen wir El Boquita. Kein Schuss, bis das Geld in Sicht ist. Zielbereich. El Boquita rechnet mit Ärger, also lasst es uns still und leise angehen. Drohne fliegt.
Roman, wir haben El Boquita im Blick und folgen ihm zum Geld. Verstanden, wir haben sein Handy verwanzt. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, können Sie ihm dabei zuhören. Solange sie ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denen ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige. Moment. Greife Tangos an. Zurück an die Arbeit. Listo. Solange sie ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denen ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige, der sowas durchziehen kann. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst. Aber es tut gut. Igual, te amo. Es geht mir bitte die Linie. Papi, kommst du nach Hause? Pronto, Chaparrita. Ich muss verreisen. Sei ein gutes Mädchen und hör auf deine Mutter. Kriege ich ein Hundchen? Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nena, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Papa liebt dich sehr. Adios. Adios, mi hija. Wir haben den Konvoi. Mindestens 3 schwere Fahrzeuge. Ein Heli. Wir müssen verhindern, dass der Geldtransport Mexiko erreicht. Genauso wichtig ist, dass wir El Boquita ausschalten, um die Beziehung zwischen Suenio und Media zu zerstören. Verstanden. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Ich sehe niemanden. Heli im Anflug. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Karas Alarm gesichert. Greife an.
Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Setze Drohne ein. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Abschuss bestätigt. Alles klar bei uns. Bin drauf, los geht's. Bowman, wir haben El Bokita im Blick und folgen ihm zum Geld. Verstanden, wir haben sein Handy verwanzt. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, können Sie ihm dabei zuhören. Solange sie ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denen ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige, der sowas durchziehen kann. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst. Aber es tut gut. Igual, te amo. Jetzt gib mir bitte meine Linie. Papi, kommst du nach Hause? Pronto, Chaparlita. Ich muss verreisen. Sei ein gutes Mädchen und hör auf deine Mutter. Grieche, Hundchen? Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nina, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Papa liebt dich sehr. Adios. Adios, mi hija. Schwere Fahrzeuge, ein Heli. Wir müssen verhindern, dass der Geldtransport Mexiko erreicht. Genauso wichtig ist, dass wir El Bokita ausschalten, um die Beziehung zwischen Suenio und Nidia zu zerstören. Verstanden. Erwischt. Das Ziel ist tot. Wiederhole, El Bokita ist tot. Aber ein Ziel. Greife an. Begleitfahrzeug zerstört. Der Geldtruck ist erledigt und El Bokita hat nicht überlebt. Hervorragend. Die Beauty Queen ist gefickt. Mal sehen, ob sie abhaut oder bei Svenjon Gnade winselt. So oder so muss sie sich zeigen. Und wenn sie das tut, dann holen wir sie uns. Nidia. Der Gesamtverlust betrug 17 Milliarden. Nidia wusste, sie war in Gefahr. Sie brauchte mehr Zeit. Sie brauchte einen Sünd. Sie musste ein Opfer bringen. Es tut mir leid, Baby. Für dich, Mireille. Doch das war nicht genug. Mirena, du hast versagt. Ich gab ihr einen Vorsprung, weil ich La Reina de Belleza liebte. Doch in Bolivien kommt man mit Liebe nicht weit.
Nidia hatte die Antwort auf ihre Probleme. Ein Konvoi. Die Investoren in Mexiko wollten ihr Geld. Die ganze Zeit hatte sie es mit heimlichem Schmuggel versucht. Warum schleichen, wenn wir durchbrechen können? Verstärkte Panzerung, schwer bewaffnet, mehrere Trucks, Helikopter und 17 Milliarden Dollar. Das kann nicht dein Ernst sein. Verlieren wir das Geld, ist es aus. Wenn die uns töten, was wird dann aus Valeria? Es geht nicht anders. Nein, Reina, das werden wir nicht tun. Ay, Boquita, Corazón. Das war keine Bitte, sondern eine Ansage. Und wer genau soll diesen Konvoi führen? Der Einzige, dem ich bei so etwas vertraue. Pero, was, wenn ich es nicht schaffe? Das würde ich nicht zulassen. Sie uns alles, was sie weiß. Sind unterwegs. Nomad Ende.